Hier nochmal Ihr Kyanketao-Sinologie-Esoterik-Studio. In den Schriftzeichen geht es nicht darum, irgendwelche Leute aus der Ferne umfallen zu lassen, auch wenn es möglich ist, sondern auch in den Dima-I-Geschichten geht es darum, in dem Schriftzeichen Shu brüderlich erbaulich zu sein für alle Menschen. Und die Lehre des gelben Kaisers ist unserer Meinung nach die wahre Lehre der Nächstenliebe. Und dann fragt man sich, wozu lernt man dann all die Zeichen in der Nihao-Sprache und wo ist die Taiyo-Sprache geblieben von Wang Shi Hai und Chi Hai? Und im Shuxing-Ting sind noch einige Sitten niedergeschrieben und von den Huangting-Nai-Ching, das wir kennen als Sittenfreudenbuch von drei verschiedenen Mädchen, die sich ständig so ausgeben, wie dass man immer ein neues Mädchen trifft. Und der anderen Hälfte dieses Buch der Akupunkturlehre, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Das wahre Huangting Nai Ching ist ein inneres Hygienebuch, worauf ich auch nochmal zurückkommen werde, wo auch sehr, sehr gute Meditationskommentare über innere Hygiene stehen, wie zum Beispiel die Song Nevan, die große Lehmkugel. Das ist ein sehr starkes Yoga, was sich auch unbedingt auf Kung Fu auswirkt, was hier nur durch einen kleinen Text irgendwie aufgeführt ist. Und wenn man das richtig lesen kann, auch sofort eine genaue Yoga-Anleitung ist. Hier ist es, glaube ich, gerade, weiß ich nicht. Ich komme darauf nochmal zurück. Und in dem Hai Chi von Qiangdao auch spricht man nicht mit sich selbst, sondern spricht von den Zeitgeschehen der Geschichte und analysiert die nicht-mandarinische Gewohnheitssprache, ob da ein zynischer Witz hintersteht, der sich in der Geschichte folgenreich ausgewirkt hat, und analysiert die Zeit, wann und wo das gewesen ist. Dadurch wird der gelbe Kaiser bereit, zum guten Altertum der Frühlingsfeste und des Frühlingsgangs zurückzukehren und dafür zu garantieren, dass die Menschen unberührt leben. Dazu habe ich diesen Text hier geschrieben. Shun Jia Pi Shai Chung Kung Ung Dang Ti Xia Kang Suang De Xin Luang Xia Xiu Li Chi Wang Nian Shu Yun Liang Dian Xiu Run. Da sieht man schon, das hat was mit Glauben zu tun, aber es ist auch interpretierbar. Gerade mit den Mondgeschichten gibt es das Gesicht im Mond und den Hasen im Mond mit den Spaten, der ein Hinweis auf Swan ist, auf das nicht orakelnde Lexikon, wo man nicht irgendwie was kaputt macht oder irgendwie was ewig gestrigen Sieg wiederholt, sondern eine Alternative in der Eigenhändigkeit versucht zu erreichen. Das ist sehr wichtig im Üben des Kyanketao und im Geschichtestudieren nicht so wichtig, weil da wird dann auch alles Mögliche assimiliert bis zur gewöhnlichen Magie. Also Shu heißt nachschlagen und Dian heißt Lexikon. Und das hat was mit dem Mond zu tun,
wegen der nicht handelnden Verhaltensweise, die sich Zeit gibt, nachzudenken, um eben ein Schriftzeichen zu ersinnen und mit der Standardisierung spirituell zu vergleichen. Das ist eben die Glaubenspraxis der Meditation in der Übung, während der Übung, und das Recht des Menschen im Freiturn eben eine Idee zu entfalten und eben keine diffuse Idee, sie diffuse lernen, wie zum Beispiel Kang Swan, umgekrempeltes Freudendasein oder umgekrempeltes Leben, sondern das zu einer Festigung der inneren Ordnung führt, weil man eine Möglichkeit, eine Alternative zur inneren Ordnung sieht. Das war nochmal ihr Kyankentao Esoterik Sinologiestudio. Oder wir wollen nochmal gucken hier, ob ich gleich auf Anhieb die Song-Neban-Geschichten finde. Leider nicht. Das ist übrigens habe ich das von der Uni mir erobert, dieses Buch. Das ist nie veröffentlicht worden. Das ist eine Vorveröffentlichung von einem berühmten deutschen Sinologen aus Frankreich, die mir nun zugefallen ist. Und da gibt es 8 Huang Ting Nai Chings, genau wie der gelbe Kaiser heimlich seine 8 Paradiese geschaffen hat. Und das weltlich offene Bingfa ist bei uns auch was anderes. Bengfa ist nicht Bingfa, und Bengfa geht in Ida Shao, in Kyankentao und Huang Ting Nai Ching sind 8 innere Hygienebücher und kein Freudenbuch und kein Buch, das einen die Akupunkturpunkte in Fragespiel verrät, sondern die Akupunkturpunkte werden eben in dieser eben benannten Meditationsart benannt und zum Meditieren benutzt, und dazu dienen unsere beiden Bücher Shan Si Xing und Wu Xin Si. Shan Si Xi und Wu Xin Si. Das war nochmal jetzt ihr Esoterik-Sinologie-Kyankentao-Studio. Schönen guten Abend.